Hallo und herzlich willkommen hier bei den Martin Audio Open Days in Berlin. Wir präsentieren heute unseren Kunden das aktuelle Produktportfolio von Martin Audio und möchten euch zwei besonders interessante Produkte daraus vorstellen. Zum einen haben wir hier die Blackline X Powered Serie. Die Blackline X Serie ist sehr bekannt als klassisch passive Anwendungslösung für mobile und Installationsaufgaben, bestehend aus 8 Zoll, 10, 12 und 15 Zoll Top-Lautsprechern und den passenden Subwoofern. Martin Audio hat dieser Serie jetzt auch Endstufenmodule spendiert, sodass man diese Modelle auch einfach direkt mit dem eingebauten Amp betreiben kann und das Amp-Rack dann zu Hause stehen lassen kann. Es gibt in dieser Serie zwei Top-Teile. Hier sehen wir das 12-Zoll-Top-Teil und es gibt dazu noch ein Single 18 Subwoofer. Auf der Rückseite befindet sich das Display und über das Display können wir die Produkte einfach und komfortabel steuern. Und wie das geht? Das zeige ich euch jetzt. Die Blackline XP-Serie verfügt über zwei analoge Eingänge sowie einen analogen Ausgang. So kann man das Signal zum nächsten Lautsprecher oder zum System-Subwoofer durchschleifen. Darüber hinaus verfügt die Blackline XP-Serie auch über einen Bluetooth-Eingang und eine sehr intelligente Pairing-Funktion, doch dazu später mehr. Kümmern wir uns erst einmal um das Display, das ich über diesen Drehregler einfach bedienen kann. Ich muss nur meinen Eingangskanal auswählen und kann die Lautstärke verändern. Selbiges gilt für den Bluetooth-Eingang. Auch hier kann ich natürlich die Lautstärke dementsprechend anpassen. Und natürlich das Signal des Mix-Ausgangs. In jedem Eingangskanal habe ich die Möglichkeit, über einen Dreiband-EQ verschiedene Änderungen vorzunehmen. Sowie über einen Hochpassfilter weitere Einstellungen vorzunehmen. Im Menü kann ich verschiedene Presets auswählen, für Full-Range-Betrieb, für den Betrieb mit Subwoofer oder für den Monitorbetrieb. Im Bluetooth-Menü kann ich viele Bluetooth-Einstellungen vornehmen. Ich kann zum Beispiel automatisch die Lautsprecher sich gegenseitig erkennen lassen. Habe ich nur einen Lautsprecher, wird das ankommende Bluetooth-Signal mono wiedergegeben. Habe ich zwei Lautsprecher, wird das Signal stereo auf diese Lautsprecher verteilt. Außerdem kann ich festlegen, wer mit dem Lautsprecher verbunden ist. Ich muss zuerst den aktiven Nutzer disconnecten, um einen neuen Nutzer anzulegen. So sind Fehlbedienungen oder Nutzer, die sich einfach einwählen möchten, nicht möglich. Im Settings-Menü kann ich allgemeine Einstellungen vornehmen. Und im Lock-Menü kann ich theoretisch auch über einen numerischen Code das Display sperren. All die Möglichkeiten, die ich über dieses Display habe, werde ich auch über eine bald erhältliche App steuern können, sodass ich nicht nur über Bluetooth mit meinem Handy mit dem Lautsprecher kommunizieren kann, sondern auch über diese App alle Funktionen von meinem Mobiltelefon aus steuern kann. So, jetzt wisst ihr, wie man mit den Lautsprechern umgehen kann. Wir möchten euch aber noch eine weitere sehr interessante Produktserie zeigen. Die gibt es schon ein bisschen länger, aber erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Und zwar ist das die CDD Live Serie von Martin Audio. Auch hier handelt es sich um eine Self-Powered Serie mit einem 8 Zoll, 12 und 15 Zoll Top-Teil sowie einem Single 18er und einem Doppel 18er Subwoofer. Der Unterschied zur Blackline XP-Serie liegt darin, dass wir hier Koax-Treiber verbaut haben, und zwar aus der patentierten CDD-Technologie von Martin Audio. Die CDD-Technologie vereint die Vorzüge von Koax-Treibern und gerichteten Zwei-Wege-Systemen, da in die Membran eine Richtungscharakteristik eingearbeitet wurde, sodass der Lautsprecher in einem sehr breiten Abstrahlwinkel von 110 Grad eine sehr gleichmäßige Pegel- und Frequenzverteilung vorgibt. Sehr interessant also, wenn man große Bereiche zu beschallen hat, wo man auch eine sehr breite Publikumsfläche davor hat. Wir sehen hier die CDD Live 12 und darunter den Single 18 Zoll Subwoofer. Und hier sehen wir die CDD Live 8. Anhand der CDD Live 8 möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie so ein Endstufenmodul aussieht. Bei den Top-Lautsprechern sind natürlich Zweikanal-Endstufenmodule verbaut. Bei den Basslautsprechern sind Einkanal-Endstufen verbaut.
Wir haben hier oben jeweils den Power Control One Anschluss für den Strom. Darunter haben wir einen analogen Eingang und Ausgang. Und daneben haben wir zwei Ethernet Ports. Die können wir nutzen, um sowohl Dante als auch das Steuersignal von Martin Audio direkt über einen Port auf die Box zu geben. Das Steuersignal von Martin Audio beinhaltet die Kommunikation mit dem ViewNet. Die ViewNet-Software hilft mir, den Lautsprecher über meinen Rechner fernzusteuern und zu kontrollieren. So kann ich zum Beispiel EQ-Daten ändern, Pegelstände kontrollieren und auch ändern und verschiedene Konfigurationen in den Lautsprecher hineinladen. Hier oben findet ihr den Preset-Schalter. Insgesamt könnt ihr 4 Presets in dem Lautsprecher nutzen. Die ersten 3 Presets sind von Martin Audio fest vorgegeben und können direkt am Gerät umgeschaltet werden. Es gibt ein Full-Range-Preset, es gibt ein Preset für den Betrieb mit Subwoofer und es gibt ein Preset für den Betrieb als Monitor-Lautsprecher. Das 4. Preset könnt ihr euch selber an der Software konfigurieren und in den Lautsprecher laden. Ein kleiner Hack ist auch noch mit dabei. Wenn ihr den Preset-Taster länger drückt, habt ihr sogar eine Pegelanzeige und seht, wie viel Signal aktuell in den Lautsprecher reinkommt. Das sind die Endstufenmodule der CDD Live-Serie.